So, erstmal eine Runde Raiden. Punkt JPEG, glaube ich. JPEG? Raiden JPEG. Genau. Das letzte Mal haben wir das Fiery Center geklärt. Diesmal geht's ab in den Dragon Lair zu Onyxia. Difficulty ist hart mittlerweile. Es gibt auch geileres Gear, habe ich mir sagen lassen. Wir laden unser bekanntes Team mit Tangelit und gucken mal, was es hier gibt. Boah, geil, es gibt so Ads und Sachen und den Not Draconic Advisor. Der sieht ja Bombe aus. Ja, nice. Confirm das Ganze. Legen unsere zwei Tankhealer fest. Und werden dann alle erstmal gleich losnuken. Und zwar auf den Guard 1. Der steht nämlich weiter vorne, ist er gefährlicher. Nochmal ein Add und dann gucken wir mal, ob wir direkt aufs Main Target rum switchen und was passiert. Wir Fokus DPSen, alle DPSler. Und zwar den Guard 1 haben wir gesagt. Auf geht's. Gucken wir mal, was die Gegner hier so können. Ein bisschen Schaden machen sie, aber nichts super Schlimmes. Während wir natürlich richtige Hardcore-Bolzer sind. Oh! Okay, der Advisor tut auf jeden Fall weh. Und die Guards greifen zweimal pro Runde an. Sollte aber alles kein Problem sein. Also wir nuken die eine Guard um und dann gehen wir, gucken wir mal auf den Advisor direkt. Bisschen den Tank Damage wegnehmen. Ah, auch noch keine Crits dabei gewesen. Schade eigentlich. Okay, also der Advisor, der trifft halt so drei Tages, die da so rumstehen. Aber nichts weiter Schlimmes. Wir confirmen. Das sollten wir eigentlich in the back haben, wenn der Weintraube nicht gleich aus Versehen umfällt. Gucken wir mal. Müssten aber auch gleich Heals durchkommen. Okay, da kommt der Heal. Da kommt nochmal eine Runde Group Heal. 29er Group Heal mittlerweile vom Lubipo. Da hat er auch kräftig Items gesnackt das letzte Mal. Sehr nice. Wir fokussen schon mal mit den Range-DPS-Lern den Advisor. Das können wir ja schon mal machen. Der Draconic Advisor stirbt jetzt sowieso. Schrodo ist einen Schritt zurückgegangen. Faggot. Greift er jetzt auch nicht an. Ah, 384er Crit, der absolut ins Leere gegangen ist. Sehr nice. Alrighty. Sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Weintraube braucht immer noch ein paar Heals. Aber sonst gut. Ja, gleich Star Wars, das ist richtig. Wir switchen erstmal die Reihe und zwar vom Shrodo. Der steht da nämlich falsch. Zack, weiter geht's. Was ist das denn? Der Shrodo ist direkt wieder nach hinten gegangen. Klassiker. So geht das natürlich nicht. Okay, nice, nice, nice. Schrodo, change doch bitte mal die Row. Danke. Und jetzt kannst du auch wieder zustechen. Ich hoffe natürlich auf geiles Gear und so. Auch für unsere Magier, weil die haben sich es echt mal wieder verdient. Oder für die Tangele, die hat insgesamt noch ein bisschen wenig Gear, aber die kriegt schon noch was. Wir konfirmen und der Encounter ist eigentlich schon so gut wie gewonnen. Es sei denn, hier die Ads stehen wieder auf. Deswegen machen wir jetzt mal den Advisor direkt. Zack, 368er Hit mal wieder. Ich glaube, das ist kein Crit. Der Crit ist doppelt so hoch. Oder dreimal so hoch sogar. Alrighty. Weintraube ist auch der beste Tank hier in unserem Team. Das gefällt mir sehr gut. Und dann geht es jetzt auf den Not Draconic Advisor ist er anscheinend nicht. Puh, 145 Schaden. Ja, nächste Runde ist der Draconische Advisor auf jeden Fall tot. Alles Gucci, wir confirmen. Wir machen einfach weiter. Easy peasy. Einfacher Kampf und so.
Nice, 256. So ein richtig geiler 2 hoch 8 Hit. Nicey. Und dann ziehen wir das Ganze jetzt einfach durch hier. Konfirmen das Ganze. 956 HP müssen wir wegnuken. Das schafft man in 2 Runden. Ah, und wenn wir noch ein bisschen mehr kritten mit unseren Rooks, dann eventuell noch schneller. All is Gucci. Weintraube wirft sich auch noch eine Potion ein. Beste Alchemist World. Oh, Tripperkar ist zurückgegangen. Das ist natürlich schlecht. Nicht bemerkt. Dann müssen wir noch eine Runde länger kämpfen. Aber ich stick jetzt einfach mit dem Plan, weil bis der Tripperkar nach vorne gelaufen ist, bis wir das eingerichtet haben. Das sind 5 Stunden vergangen. Zur Strafe gibt es auch keinen Loot, es sei denn, er ist gut für ihn. Loot Counselor hat entschieden. Zack. Elite Draconic Guard wurde zerschnetzelt. Und es gibt einen Rape hier. Gucken wir mal. Den Poison Rape hier, den haben aber schon. Die anderen haben halt das schwarze Blade. Was soll's, das enchanten wir selber. Und jetzt gibt's hier nochmal das Black Blade. Geben wir jetzt dem Ramius auch noch ein Black Blade. Und der Weintraube. Was gibt's hier? Greater Ball Trinket. Entweder 80 Armor Punkte oder plus 40 Fret. Ist halt völlig irrelevant, weil tankt eh alles weg. Also das enchanten wir's. Ja, geil. Kein einziges Gear-Teil für uns, was relevant war. Und wir kämpfen jetzt gegen den Draconic Berserker. Krasser Schissel. Der kann bestimmt irgendwas. Finden wir es mal heraus. 2750 HP. Time for Cheat Codes. Okay. Bin gespannt. Aua. Das lief ja jetzt nicht so gut. Können wir direkt mal fliehen? Haben einen Vibe verursacht, weil nicht so ganz sicher. Ich glaube, wir sollten direkt mal in der ersten Runde nicht angreifen. Hat uns halt übel geredet. Dann ab ins Drängle. Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert, aber schauen einfach mal. Confirm, confirm. So, in der ersten Runde greifen wir mal nicht an. Time for Cheat Codes, ja, ist richtig. Stop DPS. All DPS stop. Er wirft irgendwelche Feuerbälle. So, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt angreifen, was ist dann passierend? Wir klicken einfach mal drauf, dass wir jetzt alle angegriffen sind. Also ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll. Fail! Wir könnten natürlich eine richtig komische Kombination nehmen, dass wir unseren Tank die ganze Zeit angreifen lassen und den einfach durchspammen mit Spam-Heal. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Awkward. Flüchten nochmal. Tja, was du? Bei dem Encounter weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir mehr machen sollen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wir könnten halt echt so eine crazy Taktik machen mit
sieben Heilern oder sowas und einem Tank, also Unsinn. Und dann. Oder sieben Mages und die schießen alle einmal und haben dann machen den Boss tot oder sowas. Keine Ahnung. Bin ich mir noch nicht sicher. In der Zwischenzeit machen wir einfach den zweiten Raid, den Insektentempel, gucken wir uns den mal an. Also, wie gesagt, ich bin echt nicht. Ich weiß nicht so ganz, was wir da machen sollen. Was haben wir hier? Prophet Dung Beefy. Ja, Beefy, lecker. Gucken wir uns mal an. Confirm das Ganze und dann gehen wir mal auf den Herrn. Propheten Dung Beefy. Er ist gefüllt mit kleineren Käfern. Schauen wir mal. Na, jetzt wenigstens kritten wir uns nicht selber weg, wenn wir ihn angreifen. Das ist ja schon mal nice. Gucken wir mal, ob jetzt kleine Käferchen spawnt. Okay, der Prophet, der castet irgendeinen Slow-Spell auf jemanden. Ganz gefährlich. So, Herr Dungbeetle. Du hast schon fast 1000 HP verloren. Alles Gucci. Castet immer noch. Oh, was ist denn jetzt passiert? Interessant auf jeden Fall. Kleinere Beetles. Wir sticken einfach mit dem Plan. Gucken, was unsere Magier jetzt machen. Die haben ja eigentlich kein Target mehr. Und sind jetzt ein bisschen useless. Ja, danke dafür. Ey, Mages sind so ein bisschen useless immer. Machst du nix. Okay, ein paar Feuerbälle halten wir gerade so noch aus. Wir sagen jetzt mal den. Wo haben wir sie denn? Fokus DPS ranged. Und zwar auf den roten. Könnte ich schon mal gehen, damit die auch mal angreifen noch irgendwie. Während unsere Melee-Crew den Rest quasi erledigt. Alles kein Problem, ein Beetle ist umgefallen. Und jetzt geht es auf den Violetten. Ja, endlich mal ein Fight, der nicht so schwer ist, wo man sich nicht direkt wegrippt. Krasser Scheiß. So, und dann hacken wir hier die restlichen Gegner noch um. Hoffentlich. In Bälde. Ja, diese ganzen Feuerbälle und sowas sind halt absolut irrelevant. Da heilt der Lubipo einfach drüber. Und den kennt er nix. Ja, 386er Hit. Sehr nice, dann fällt auch gleich der rote Propheten-Dungbeetle. Alles Gucci, alles Gucci. Ja, die Feuerbälle sind halt echt irrelevant. Und ich denke mal, dass er dann jedes Mal nach drei Runden in diese Ad-Phase geht oder sich splittet, sagen wir mal so. Gucken wir mal. Da steht er wieder, der Dung Beetle. Awkward. Mit Full HP. Okay. Bin verwirrt. Also auch dieser Encounter scheint nicht straightforward zu sein. Vielleicht fehlt es uns auch einfach an Schaden. Das wäre natürlich awkward. Weil das wäre dann richtig heftiger Grind. Ja, wir schauen mal. Momentan verändert er sich ja nicht. Vielleicht macht er das auf 3000, 2000, 1000 HP oder sowas.
Warten wir einfach. Oh, was war das denn? Netter Crit. Jetzt sind wir mal wieder in diese Kackphase. Nicht sicher, vielleicht müsste man auch irgendwie. Vielleicht müsste man irgendwas in die Richtung DPS-Stopp machen. Auch nicht so ganz sicher. Also die Encounter sind zumindest ein bisschen rätseliger. Im Moment ist es ja nicht schwer hier zu überleben, aber irgendwas machen wir falsch. Die Frage ist natürlich was. Nette Kack-Encounter. Alrighty, wieder einer tot. Und ab geht's auf den Dung Beetle. Also ich glaube, den Encounter hätte ich schon geschafft, hätte ich einfach mit Arderux gespielt. Ich schwöre. Das ist dann die nächste Taktik, einfach Only Ruges. Aber man kann ja auch gar nicht 8 Stücke haben, man kann maximal 4 haben, glaube ich. Achso, jetzt probieren wir es einfach nochmal aus. Okay, ein paar Nukes auf die Beatles. Nice. Da ist wieder einer tot. Ja, irrelevante Feuerbälle, auch kein Problem. Und dann stirbt der Dung Beetle gleich wieder. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass dieser große Beetle jetzt einfach gleich wieder aufsteht und wieder 4000 HP hat. Das ist natürlich doof. Egal. Jetzt gucken wir uns noch einmal an und danach weiß ich auch nicht mehr so ganz, was passierend ist. Gucken wir mal, wie sich mit der Tausender-Marke so verhält. Es ist halt auch schwer mittlerweile so DPS-Stopp vor der 1000 zu machen, weil je nachdem, ob hier gekrittet wird oder nicht, halt schon krasse Zahlen bei mir rauskommen. Wir machen einfach mal einmal, stoppen wir mal die DPS. Einfach mal so, mal gucken, was dann passiert. Na, alle sind mittlerweile in der vorderen Reihe angekommen, außer die Mages. Oder die Wizards, besser gesagt. Okay, und weiter geht's. Versuchen wir mal ein bisschen Schaden zu machen. Ja. Dann geht er wieder in diese Phase. Ich bin mir nicht sicher, was wir da machen sollen. Also, sobald man unter 3000 HP geht bei dem Gegner, splittert er sich ab. Wir können mal versuchen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was das jetzt wird. Die Gegner hier in einer Runde zu töten. Wenn jetzt nicht schon jemand aus der Nähe durchkrittet. Gucken wir mal, ob es damit läuft. So, den Violetten werden wir jetzt alle fokussen. All DPS focus the Violet one. Die Mages sind halt leider zu blöd, oder die Wizards, und fokussen gleich wieder hier den hier, der fast schon tot ist. Ah, fuck you. Ich glaube, darin könnte natürlich der Erfolg tatsächlich liegen. Und wir müssten dem Q so gleich mal sagen, dann sollen wir wieder heilen. Auch der Lubipo vielleicht. Change Role, Kyuzu, heilen, danke.
Game is hard. So, unsere Milis gehen jetzt erstmal auf den roten. Aber vielleicht hat es auch was mit der Reihenfolge zu tun, wie man hier tötet. Ich bin mir da halt echt nicht sicher. Die Milis können mal direkt den roten dipsen. Es sah so gut aus und so einfach am Anfang. Und jetzt kommen halt Encounter, na, die echt kompliziert sind. Äußerst complicated. Vielleicht erst den Lilanen töten. Ich weiß es doch auch nicht. Echt schwere Entscheidung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der große Gegner jetzt wieder mit allen HPs dastehen wird. So, Lubipo soll bitte nochmal. Nein. Weg. Lubipo soll bitte nochmal seine Rolle switchen. Auch in Heiler, bitte. So, probieren wir es einfach nochmal aus, indem wir einfach versuchen, den Lilan zuerst zu töten. Fucking Dugan Beetle, Prophet. Fucking Shit Encounter auf jeden Fall. Danke für nichts. So, bitte einmal unter 3000 HP pushen, damit wir das ausprobieren können. Oh, was ein Dreck. Ah ja, fuck you, Beetle. Da sind auch keine Anzeichen irgendwo auf der Grafik zu erkennen. Okay, hat sich wieder in Smaller Fragments aufgeteilt. So, wir gehen jetzt diesmal mit unseren Melees mal als erstes auf den roten und versuchen dann den lilan als erstes zu töten, dann den roten und dann den orangenen. Schauen, ob das was hilft. Lass mal schön durchballern. Wir sticken mit dem Plan. Nach der Runde müssen die Minis aber auf jeden Fall das Target wechseln. Ich hoffe, sie kritten auch nicht zu krass jetzt. Das macht halt immer den ganzen Plan kaputt. Das sieht noch gut aus. Sehr gut. Dann gehen die Minis jetzt auf den Lilan. Oder auf den Violetten. Ah. Auf den Violetten Mili DPS Fokus, den Violetten bitte. Guck mal, unsere Mages dürfen jetzt auch gleich mal losschießen. 366er Crit, sehr gut. Und wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich echt ratlos. Mit der 419er Crit. So, also Violetta wird zuerst getötet. Jetzt kriegt man vielleicht sogar alles in einer Runde tot. Wenn ich das so recht sehe. Go! Schauen wir mal. So, Violetta stirbt gleich. Der Rote stirbt nicht ganz. Fuck. Wir konfirmen alles und gucken mal, was jetzt passiert. Jetzt haben wir den Violetten zuerst getötet. Die anderen beiden vergeht es zumindest halbwegs in einer Runde. Und da steht er wieder mit 4000 HP.
Bin mir nicht sicher, was ich hier falsch mache. Fucking shit. Wir gucken nochmal. Wir jucken nochmal auf 3000 HP runter, aber wenn sich bis da nichts ergibt, dann müssen wir ja auch fliehen und ich erbitte Hilfe. Ist ja echt nicht cool. Also es ist auch nicht unbedingt verständlich, was hier passierend ist. Warten wir jetzt gleich wieder über die 3000er Marke bringen. Wird er sich gleich wieder aufspalten, der Faggot. Zack. Genau, schade. Riff. Damit ist der Encounter für uns auch gescheitert. Wow, was ein herber Rückschlag. Ich dachte, wir wären jetzt die geilsten Raider, aber actually nicht. Wir fliehen. Wir haben einen Vibe verursacht. Und ich weiß nicht warum. Schade. Zur Strafe nehmen wir einfach mal zwei Nächte auf und raiden man nicht. Nice. So, speichern das Ganze. Und ja, dann brauche ich dringend Hilfe. Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Fucking shit. Was ist das hier eigentlich? Ein Ei? Was ist das hier? Ja, whatever. Helft mir bitte. Bis zum nächsten Mal. Euer YP.